Yo Leute, was geht? Ich bin Sutranix und willkommen zu einer weiteren Folge Castle Crush auf meinem Kanal. Wir sind immer noch in Burg 1 und ich brauche unbedingt die Pfeile. Und wir können hier ein paar Gratiskisten öffnen. Zwei Gratiskisten können wir hier öffnen. Vielleicht sind ja die Pfeile dabei, obwohl ich gar nicht weiß, ob man die Pfeile in Burg 1 schon bekommen kann. Aber okay, hier ist schon mal eine Epic Card und zwar der Magier. Sehr schön. Wir gehen jetzt einfach mal in unser Deck und schauen mal nach, wann man die Pfeile bekommen kann. Das kann man hier unten in dieser Kartensammlung sehen, wenn man so ein bisschen nach rechts geht. Dann sieht man, hoffe ich mal, die Pfeile genau hier. Freigeschaltet mit Burg 2. Ich klicke hier nochmal drauf für euch. Erhältlich in Burg 2 und darüber. Okay, aber wir können ein paar Karten upgraden und ich hoffe einfach, dass wir in dieser Folge die zweite Burg erreichen. Denn die Pfeile sind mir schon relativ wichtig, die brauche ich auf jeden Fall mal. Und alle Karten sind upgegradet, ich würde sagen, wir gehen in die erste Schlacht. Let's go, Leute. Wow, Sutranix vs. Crusher, wir haben ungefähr gleich viele Pokale und sind beide Level 3. Das sollte auf jeden Fall passen. Er kann jetzt hier schon mit dem Bogenschützen starten, ich leider noch nicht. Ich werde wahrscheinlich auf den Ork-Krieger warten. Ist wahrscheinlich das Beste, was ich machen kann. Einfach den Ork-Krieger zu setzen. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen Schaden einstecken, aber dafür können wir dann einen Gegenpush starten. Wir können dann aus der Defensive in die Offensive übergehen. Das passt auf jeden Fall. Der Ork-Krieger sollte sich die beiden Bogenschützen holen. Wir hauen noch den Ballista dahinter. Der ist dann nämlich vom Ork-Krieger getankt und wie ich weiß, wie ich es aus Clash Royale kenne, ist das eigentlich ganz gut. Und ich denke mal, in Castle Crush ist das nicht anders. So, hier verbrennen wir einfach mal ein bisschen was von ihm mit dem Inferno. Und Leute, wir sind jetzt schon gut am Tower, denke ich mal, hoffe ich. Okay, er setzt den Golem, einen defensiven Golem, der war auf jeden Fall sehr stark. Der kann mich gut tanken. Und jetzt gibt es schon Double Elixir oder doppelte Elixierzeit. Ich weiß gar nicht, ob das Elixier heißt oder irgendwie Mana. Schreibt es mal in die Kommentare, wie das heißt. Ich kenne halt nur Elixier aus Clash Royale. Okay, ich denke mir, er setzt gleich ein Inferno, oder? Nö. Er setzt einfach kein Inferno. Wow. Ja, dann ist sein Tower an der Stelle schon mal down. Okay, er hat ein Inferno gesetzt, aber der ist trotzdem down, Leute. Perfekt. Erstes Game, direkt gewonnen. Gutes Spiel und wir machen nochmal so einen süßen Smiley. 32 Trophäen. Wow. Ein Pokal fehlt noch. Oder? Ja, wow. 94 Pokale brauchen wir haben 399. Das heißt, nächstes Game, Leute. Gegen Matt. 383 Pokale hat er und viel Erfolg. Und warum gehen die Dinger nicht weg? ETF. Okay, Spiel abgebrochen. Keine Verbindung zum Gegner möglich. Dann hat der Gegner wahrscheinlich schlechtes Internet und kann nicht spielen. Aber das ist sehr gut von Castle Crush, dass wenn einer direkt am Anfang schon irgendwie Internetprobleme hat, dass der Fight gar nicht stattfindet. Das ist einfach echt fair, weil ja, man verschenkt dann so gesehen an den Gegner den Sieg und das ist meiner Meinung nach nicht so geil. Aber okay, er setzt hier schon mal so eine Statue und kommt hier schon mal relativ aggressiv, würde ich mal behaupten. Genau, das sollte aber alles down gehen, hoffe ich mal. Der Ballista kümmert sich auf jeden Fall um ein wenig davon. So, wir hauen hier noch die Skeletons hin, das sollte passen. Dann ist der Ballista wieder getankt und einfach mal ein Inferno drauf. Ja, der Inferno hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das muss man auf jeden Fall sagen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hier wahrscheinlich eine Bombe drauf. Ist, glaube ich, mal am besten, genau. Das sieht gut aus, Leute. Das sieht sehr gut aus. Bisher hat keiner Schaden gemacht und wir haben immer gut Elixier, wir haben immer gut Truppen. Er überrennt uns nicht, sag ich mal so. Okay, zwei Ork-Krieger, ob das jetzt gut war, weiß ich nicht. Oh, ja, das ist natürlich nicht so geil, dass, ja, diese Musketierin oder wie das heißt in dem Game, Kanonenschießerin, keine Ahnung, dass die getankt war. Das war nicht gut, weil die hat ganz wenig Leben gehabt und hat dann trotzdem dafür, dass sie so wenig Leben hat, unglaublich viel Schaden noch verursacht. Okay, Leute, die Statue sollte jetzt down gehen, denke ich mal, wir hauen hier einfach. Wow, okay, er hat eine Bombe hingehauen, dann gehen wir einfach mal in die mittlere Lane und er setzt hier einen Dämon. Hat sich meiner Meinung nach nicht ultra gelohnt, meine Truppe hatte eh nur noch ganz wenig HP. Ich denke, das kann ich mit dem Ork-Krieger easy verteidigen, wir setzen jetzt hier mal den Ork-Krieger und dann passt das Ganze. Sehr schön, okay, weiter geht es hier mit dem Inferno. Let's go, Leute, wir müssen jetzt hier unten nochmal mit einer Bombe verteidigen, das reicht, denke ich mal, genau, perfekt. Und dann können wir hier in der mittleren Lane nochmal richtig raise und come on, geht down. Henker ist down, sehr schön. Die Bombe von mir war jetzt nicht so gut. Oder war das meine Bombe oder seine? Ich habe es gerade gar nicht gesehen.
Ja, wow. Ich glaube, das war seine. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jetzt hier gerade eine Bombe geplaced habe, aber irgendwie sah das so aus. Ja, okay, den Dämon müssen wir abwehren. Wir haben hier noch den Henker und die Skeletons auf der Hand. Ich würde sagen, der Henker ist ganz gut gegen den Dämon. Und ganz oben machen wir auch gut Schaden. Die Magier sollten locker den Ballista down bekommen. Das ist gar kein Problem. Und ja, er setzt den Inferno. Gehen wir wieder auf die untere Lane. Ich denke mal, wir haben gewonnen. Denn wenn die Nachspielzeit ist, dann kriegen die Tower bzw. die Burgen ja automatisch Schaden. Beide Türme kriegen automatisch Schaden, aber das ist schon GG. Schaut auf die obere Lane, Leute. Nice. GG, wir lachen ihn hier mal aus mit so einem komischen Zipfel-Kobold. Keine Ahnung, Flawless Victory. Er hat keinen Schaden gemacht und damit sind wir in Burg 2. Das ist auf jeden Fall mega nice, dass wir jetzt endlich in Burg 2 sind. Und ihr seht hier schon, wir können dann die Pfeile upgraden. Let's go. Und ja, warum sind wir im Shop? Keine Ahnung. Den Nah können wir kaufen. Ne, den hole ich mir nicht. Den kriege ich auch so, denke ich mal, mit der Zeit. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt Gold ausgeben. Und wir bekommen hier ein paar Karten. Vielleicht ist... Okay, es ist der Blitz, Leute. Schade. Keine Pfeile, aber der Blitz. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist der Blitz dabei. Und es war der Blitz, Leute. Haben wir schon mal eine neue Karte freigeschaltet. Und ich würde einfach sagen, Leute, das war's mit der heutigen Folge von Castle Crush. Ich hoffe einfach wirklich, dass sie euch gefallen hat, die Folge. Ich werde mich riesig freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonniert, um keine weiteren Videos von Castle Crush zu verpassen. Ansonsten gerne Verbesserungsvorschläge in die Kommentare schreiben. Wie euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir natürlich auch mitteilen über die Kommentare. Ansonsten bewertet auf jeden Fall das Video, gebt einen Daumen hoch, gebt einen Daumen runter. Je nachdem, wie es euch gefallen hat, folgt mir auf Instagram, dort heiße ich Sutranix. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein und ciao.